Gott des Lichtes, bitte segne meine Worte und unsere Gedanken über eine schwierige Geburt, die Hoffnung schenkt in schrägen Zeiten. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Mitfeiernde zu Hause, plötzlich musste alles sehr schnell gehen. Wir holen das Kind jetzt. Die Sauerstoffversorgung reicht nicht mehr aus. Ziehen Sie sich den Kittel über und kommen Sie in den OP. Unter dem Künstlernamen David Grabo erzählt ein bekannter Journalist seine ganz persönliche Weihnachtsgeschichte. Jetzt ist alles vorbei, dachte ich, schreibt er. Das ist nun die Strafe, dass wir der Natur ins Handwerk pfuschen wollten. Sie sind unfruchtbar, war die Diagnose. Weil meine Frau so drängte, hatte ich einer Samenspende zugestimmt. Werde ich das Kind lieben können wie mein eigenes? Eine Viertelstunde später halten sie ein kleines, zappelndes Menschlein hoch. Dann darf ich mit dem Kind einen Moment allein sein. Wir schauen uns an. Die Zeit steht still. Alle meine Fragen sind jetzt beantwortet. Liebe Gemeinde, liebe Mitfeiernden zu Hause, plötzlich musste alles ganz schnell gehen. Damals in Bethlehem. Maria und Josef hatten keine Herberge. Dafür sicher umso mehr Angst, wo Jesus geboren werden kann. Die Weihnachtsgeschichte erzählt von einer schwierigen Geburt. Maria war ja quasi ungewollt schwanger. Der Engel Gabriel informierte sie nur über die Umstände. Keine Chance, Mühen oder Ängste zu verhüten oder zu verhindern. Keine Chance, Gott zu widersprechen. Und keine Diskussion auf Augenhöhe wie, Maria, wäre es für dich okay, wenn du Gottes Sohn zur Welt bringen würdest? Würde das aktuell in deine Pläne passen? Wenn nicht, ist es nicht so schlimm. Dann frage ich vielleicht eine andere. Und ich würde einen Kollegen bitten, Josef alles so zu erklären, dass du dann am Ende keine alleinerziehende Mutter wirst. Die Engel machen Maria und Josef dann Mut. Fürchtet euch nicht, Gott ist mit euch in diesen schwierigen, schrägen Zeiten. Nun, Weihnachten beginnt mit Ohnmacht und Kontrollverlust. Weihnachten ist die Geschichte einer schwierigen Geburt in schrägen Zeiten. Als jüdische Bürger mussten Maria und Josef besonders aufpassen, nicht die Nerven zu verlieren. Bloß nicht ausfällig werden oder zu laut vor einem römischen Soldaten protestieren. Gott sei Dank halten die beiden zusammen. Wahrscheinlich brauchte Josef ein wenig Zeit für Resilienz, wie man heute sagt, um die Bedeutung von Gottes geheimnisvoller Samenspende in Anführungszeichen zu begreifen. Liebe Gemeinde, liebe Mitfeiernde zu Hause, in einem Stall in der Enge der Diktatur des Römischen Reiches passierte dann das Wunder. Josef könnte dieses Wunder später ähnlich beschrieben haben wie der Journalist, der sich David Grabo nennt. Plötzlich musste alles ganz schnell gehen. Im Stall in Bethlehem wurden Marias Wehen immer stärker. Eine Frau aus dem Haus half und wurde für uns zum Engel. Und plötzlich hielt sie vor Marias Bauch ein kleines, zappelndes Menschlein hoch. Dann durfte ich Jesus einen Moment halten. Wir schauen uns an, die Zeit steht still und alle meine Fragen sind beantwortet. Liebe Gemeinde, liebe Mitfeiernden zu Hause, Covid macht das Leben vielen gesundheitlich, sozial, emotional oder wirtschaftlich weiter schwer. Auch mir. Täglich sterben Menschen an oder mit Covid. Täglich Gefühle von Ohnmacht und Kontrollverlust. Aber gerade jetzt gibt mir Jesu Geschichte Kraft. Weihnachten
als schwierige Geburt in schrägen Zeiten. Schwach und zerbrechlich kommt Jesus zur Welt. Als Erwachsener hilft Jesus Menschen, die emotional, sozial oder wirtschaftlich die Kontrolle verlieren. Am Osterkreuz besiegt Jesus mit Schwäche und Zerbrechlichkeit Tod und Leiden. Friedlich und scheinbar ohnmächtig, ohne jede Gewalt, ist Gott in Christus fortan allen Leidenden nah. Auch mir. Das gibt mir immer wieder Trost. In diesem hoffnungsvollen Sinne gehören Ohnmacht und scheinbarer Kontrollverlust für mich zum Geheimnis von Weihnachten. Deshalb verspricht der Prophet Jesaja: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Über denen, die wohnen im finstern Lande, scheint es hell, denn uns ist ein Kind geboren. Er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Liebe Gemeinde, liebe Mitfeiernden zu Hause, mögen Sie mit der Kraft Gottes, der Weihnachten Mensch wurde, weiter durchhalten. Möge Gott Sie und alle, die Sie lieben, beschützen. Möge der zerbrechliche Jesus Christus aus der Krippe in Ihnen friedlich Hoffnung und Stärke entfalten. Besonders in Angst und scheinbarer Ohnmacht. So wie es der Engel Maria, Josef, den Hirten und uns allen verspricht. Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude. Heute ist der Heiland geboren, Jesus Christus. Und der Friede und die Freude Gottes, die viel größer sind als unsere scheinbare Ohnmacht, bewahren eure Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.